Good morning in the morning und welcome April. Heute ist nicht nur Ostermontag, nicht nur eine neue Woche, sondern es ist auch der 1. April. Neuer Monat, neues Glück, neue Herausforderungen, neue Ziele. Ja, auf jeden Fall, ich zeige euch mal, was ich gestern noch gemacht habe, nachdem alle weg waren. Und zwar habe ich schon den Tisch wieder neu eingedeckt. Heute sind wir noch ein paar mehr Leute, zu 11. Und zwar gibt es heute unser Ostermontag-Dinner mit Damas Familie. Ja, und auch mit einem Teil von meiner Familie. Und ja, was ist geplant? Also jeder bringt ein bisschen was mit. Die Kroatia macht Kartoffelgratin, die Lilly macht Krach. Wir machen Schnitzelsoße und Pommes, also legendäre Hähnchenschnitzel vom Dommer, eigentlich nach dem Rezept nach seiner Mama. Meine Tante bringt Salat mit und dann gibt es natürlich noch Eierlikörkuchen und Karottentorte von gestern. Und ich habe Eierlikör-Tiramisu noch extra gemacht und Baiser-Nester, die habe ich ja, also habt ihr im letzten Vlog schon gesehen, wo ich das so ein bisschen vorbereitet habe. Und jetzt seht ihr, wie ich das dann final heute auch noch fertig mache. Der Dommer geht jetzt erstmal ganz gut gelaunt mit dem Harrison raus und ich leg los. So, da kommen sie zurück vom Gaspi. Ich hoffe, man sieht's. Schnuppen. Dessert. Sieht aus wie eine Blumenwiese. Ist jetzt fertig. Also Eierlikör-Tiramisu ist das. Ja, Schnitzel in the making. Sommergold Schnitzel Fabrik Pommes. Draußen ist nochmal Pommes mit Gemüse. Salat. Rahmsoße. Und hier ist Krach drin. Das fülle ich mal später ab. Das ist nicht, das hat ab, ist draußen noch jemand. Aber das ist schon ein paar Schalen. Ja, das ist schon mal. Absacker. Und was für ein Absacker? Bei der Unnötige ist nichts dran. Was Lotus? Hast du keine Gras drauf gemacht oder was? Da gehört kein Gras drauf. Ja. Oh, das habe ich schon gemacht. Ja. Alles gut. Batman. Beim Baum. So kann der Tag beginnen mit einem Regenbogen. Der Regenbogen ist jetzt übrigens schon seit über einer Stunde da. Wow. Ich habe den nämlich aus dem Badfenster gesehen. Also dürft ihr euch jetzt alle was wünschen. Meine Regenbogen sind Grüße aus dem Himmel und sind da, dass man sich etwas wünscht. Also, so, einen wunderschönen guten Morgen alle zusammen. Die Osterfeiertage sind vorbei. Wahrscheinlich habt ihr jetzt auf dem Vlog noch auf jeden Fall mindestens mal den Ostermontag gesehen. Vielleicht auch noch ein bisschen was von Ostersonntag. Ja, heute ist Dienstag, für mich gefühlt Montag, weil es sich einfach nach dem Feiertag so anfühlt. Und ja, vor den Feiertagen ist nach den Feiertagen oder sagt man nach den Feiertagen ist vor den Feiertagen, wie auch immer. Auf jeden Fall starten wir jetzt wieder mit unserer 4-Tage-Wellness-Kur für den Körper. Ihr seht, es steht schon hier die Kiste. Unser DX4 kommt nach den Feiertagen wie gerufen. Ihr habt es ja schon öfter jetzt mitbekommen, wir machen das einmal im Monat. Aber diesen Monat wird es nicht nur das DX4 sein, sondern ähnlich wie zum Neujahrsbeginn. Nochmal werden nochmal die anderen Programme auf jeden Fall hinten dran gehangen. Wir haben super viel zu tun. Heute Morgen kriegen wir die Reifen gewechselt, ne? Also von O bis O. Also knapp danach kriegen wir jetzt die Sommerreifen drauf und haben einiges zu tun. Und jetzt werde ich erstmal die Kiste auspacken und mal Frühstück zu mir nehmen. So, ich mache da auch noch. Hier haben wir veganen Vanilleshake. Dann haben wir hier natürlich unser Gold und unsere Basis von allem, unser Mehl enthalten. Dann ganz wichtig die Broschüre, dass wir wissen, wie geht's los, was sagt das Ganze aus. Unsere Mindset-Übungen und dann haben wir natürlich uns, jetzt mal hier das Kistchen zu öffnen. Brauchen hier einmal Blast, Ingwer, Zitronenstäbchen, Käsekuchen, Kautabletten.
natürliche Stoffe, Stoffwechsel ankurbeln, Leber reinigen und Multivitamintablette. Dann oben überhaupt. Und dann haben wir noch, oder auch nicht, unser Perlchen da drin. Anscheinend habe ich das Perlchen schon mal rausgeholt, kann auch sein. Aber nicht schlimm, ich habe eh schon alle. Ja, das ist die Box, jetzt kann es losgehen. So, hier nochmal auf einen Überblick, was alles in der Kiste drin ist. Und jetzt geht's los. Ich habe keinen Plan, ob dieser Softskin-Effekt noch drauf ist. Ich rede gerade in die Kamera. Ich war gerade eben beim Reifenwechsel von O bis O. Klar, eventuell plus minus sind noch ein paar andere gerade gemeldet, aber so viel sind wir gar nicht unterwegs, vor allem nicht Langstrecke. Deswegen passt das, denke ich. Und vor allem, ich habe zügig einen Termin bekommen. Normalerweise hätte man jetzt noch bis Ende Mai gewartet oder bis Ende April, wäre es wieder full. So, auf jeden Fall, das ist erledigt. Die X4 ist ja am Laufen. Ich habe mir jetzt gerade einen Espresso gedrückt, obwohl ich eigentlich ein bisschen Abstand wieder nehmen wollte vom Kaffee. Aber ich verspüre ein bisschen Müdigkeit, weil jetzt geht es direkt wieder hoch ins Büro. Wir wollen einen Podcast aufnehmen für heute, beziehungsweise heute noch einen rausbringen. Heute und am Donnerstag, ganz klar, das sind unsere Termine. Thema weiß ich noch nicht, wissen wir noch nicht. Aber ganz ehrlich, irgendwie was frei raus, aus dem Bauch reden, dann wird das Ganze schon passen. Genau, Reifen gewechselt, die X4 läuft, dem Kleinen geht's auch gut, uns geht's gut. So muss das sein. Ich muss ja, egal wo ich im Vertrieb arbeite, also Harrisons Futter. Ja, so, jetzt schauen wir mal gemeinsam in die Kiste rein. Also er liebt das Essen, muss man sagen. Also ihr seht hier, das hier ist nochmal für einen Hundeplatz so Lammfleischwürfel, also Barf Leckerlis quasi. Und ja, hier, das ist der Kühlbeutel. Und hier seht ihr das frische Fleisch. Und ihr seht den Harrison, der riecht das auch schon. Der ist hier ganz gespannt. Und ja, also hier habe ich auch noch ein paar Beutel Eisfleisch. Ich habe hier einmal Entenfleisch noch im Stück, Lammfett. Weil wenn der Rohfettanteil unter 15% ist, dann sollte man Lamm, also Fett generell zufüttern. Also Rohfett. Und hier ist auch nochmal gewolftes Entenfleisch. Packen wir jetzt natürlich MAT-technisch oben drauf. Und hier seht ihr, ich habe Lammfleisch durchwachsen geholt. Weil da muss man nämlich kein Rohfett zufüttern. Das ist mir dann lieber. Dann haben wir hier Fleisch durchwachsen. So ein Beutel reicht für 4 Mahlzeiten. Also er kriegt 250 Gramm am Tag, aufgeteilt auf 2 Mahlzeiten, jeweils 125 Gramm. Und hier kriegt er auch zweimal die Woche Lachs. Also ihr seht, das reicht quasi für eine Woche dann. Auch hier jeweils 250 Gramm. Genau, das ist die Bestellung. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, wir sind schon heute bei die X4 Tag 3 angelangt und ich muss sagen, ich bin echt mega, mega happy, dass wir die Woche wieder die X4 machen, weil es ist so super, super stressig. Also ich komme auch gar nicht dazu, viel mitzufilmen. Ich hoffe, der Dommer filmt mehr mit, weil ich sitze echt von morgens bis abends am Rechner. Ich will nächste Woche eine Klausur schreiben, habe aber am Wochenende noch ein Seminar gebucht. Habe gestern die Agenda gesehen und es geht tatsächlich samstags morgens um 8 los bis 20 Uhr. Um 21 Uhr haben wir noch Online Beauty Day und am Sonntag geht das Seminar von 8 bis 17.20 Uhr. Und außerdem muss ich noch Vorarbeit leisten. Da habe ich gestern angefangen und wirklich bis 24 Uhr am Rechner gesessen und gedacht, oh Mann, der helle Wahnsinn, wie soll ich das alles hinbekommen in den nächsten 2 Tagen? Aber ja, also Zeitmanagement ist ja einer meiner Stärken. Also ich bin guter Dinge, dass ich das hinbekomme. Ihr seht, hier steht Wäsche. Es muss Wäsche gewaschen werden. Und ihr seht, hier steht auch unsere, also hier Wäsche, ne, die gewaschen werden muss. Und hier steht unsere Forever-Lieferung, die ist gestern schon gekommen.
Und ich muss die auch unbedingt auspacken, weil da sind natürlich auch Bestellungen drin. Aber ich bin wirklich gestern nicht dazu gekommen. Das muss ich später machen. Aber jetzt gehe ich erstmal mit dem Hund raus. Ansonsten, ja, wie gesagt, bin ich mega froh, dass wir die vormachen, weil also so von morgens bis abends komplett durchziehen am Rechner, kann ich echt nur im DX vor. Also da habe ich die Energie und die Power. Ich meine, man verliert halt auch schon einiges an Zeit, wenn man kocht und sich überlegt, was man kocht und überhaupt, ne, das muss man auch sagen. Also von daher, dass wir gerade im Moment nichts essen können, ist super gut, weil da spart man auch wieder Zeit. Gestern waren wir noch auf dem Hundeplatz, da hat der Dommer aber, glaube ich, mitgefilmt. Also Harrison hat gestern gut gehört, ich war hochbegeistert, sehr gut. Und ja, auf jeden Fall. Bis 0 Uhr saß ich gestern am Rechner. Und jetzt gehe ich erstmal mit dem Hund und dann geht's wieder hoch ins Büro. So, einige Bestellungen sind gekommen. Einmal unsere Kaffeebestellung. Espresso Coffee. Harrison, magst du auch einen Kaffee? Dann ist hier noch Ikea gekommen. Und Lebenskompass. Ein paar Dekosachen bestellt, um hier ein bisschen was anders zu machen für früher. Und ein Puzzle für den werten Herr und mich. Ich bin noch nicht wach. Ich kann noch gar nichts sagen, beantworten oder irgend. So, ich habe es dann endlich mal geschafft, die Bestellung von gestern auszupacken. Kann abgeholt werden. Ja, also auf jeden Fall haben wir hier Bodylotion, ganz klar. Deo brauchen wir immer. Und natürlich unser First, das ist der Allrounder schlechthin. Bei uns als Mundspülung, als Leave-In-Kur nach dem Haarewaschen und vor allem jetzt auch für den Harrison noch gemischt mit quasi Lavendelöl. Anti-Zecken-mäßig gesehen oder auch mit so ein bisschen Eukalyptus. Da wird er auf jeden Fall mit eingesprüht. Dann haben wir hier unser Freedom Gel für seine Muskeln bzw. Rückenschmerzen, das ist nämlich mit MSN. Dann haben wir hier natürlich, ne, hier Maca, Mineralien, Garcinia, um die Heißhungerattacken zu vermeiden, in unseren Folgeprogrammen. Q10, sehr, sehr wichtig für die Zellerneuerung. Arctic Sea sowieso das A und O, Omega-3. Also wer kein Omega-3 supplementiert, der hat irgendwie noch was nicht mitbekommen. Dann hier unser Parfum für Herren. Dann haben wir hier die Darmbakterien. Royal Jelly B12, Vitamin B12 ist natürlich auch so eine Sache, ne? Für die Hirnchemie auch ganz wichtig. Dann haben wir hier unser 4-Tage-Wellness-Programm. Ihr seht, die Leute sind begeistert. Agi, für mich das A und O. Ach, der Shake, das allerbeste. Und hier unser Serum. Jawohl, 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 ja. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Samstag, schon der letzte Tag von unserem Vlog. Ich bin gefühlt überhaupt nicht dazu gekommen, viel zu vloggen die Woche, aber es gab wirklich nicht viel zu berichten. Also wir haben jetzt quasi heute unser 4-Tage-Wellness-Programm beendet. Ich muss sagen, ich war einfach wieder hochbegeistert, weil ich wirklich immer so hochproduktiv bin, wenn ich in diesem Programm bin. Also ich saß wirklich die letzten 4 Tage von morgens bis nachts am Rechner und habe wirklich, wirklich so viel gewuppt bekommen. Und es muss auch so weitergehen, weil ich habe ziemlich viel, beziehungsweise wir haben ziemlich viel aufzuholen, viel zu tun. Ja, und ich will einige Klausuren im April schreiben, deswegen ja, wird es noch einige Tage am Rechner geben. Also sehr viele Tage sogar. Ja, auf jeden Fall mein Ergebnis, wie gesagt, ich bin hochbegeistert. Ich schlafe im DX vor immer viel, viel besser, also ich werde gar nicht wach. Ich habe auch ab und an mal mit Sodbrennen zu tun, das habe ich im DX vor auch komplett gar nicht. Also wirklich kann da in Ruhe durchschlafen, habe keinerlei Beschwerden und ich bin wirklich von morgens bis abends fit. Also ich habe in den 4 Tagen nicht einmal einen Anflug gehabt von Müdigkeit, wo ich dachte, boah, ich müsste mich jetzt mal kurz hinlegen, weil man muss dazu sagen, ich stehe meist morgens um 5 schon auf, also zwischen 5 und 6 kann man sagen, und gehe um 0 Uhr ins Bett. Also das heißt, klar, wenn man nur 5 Stunden schläft, wobei ich dazu sagen muss, meistens schlafe ich schon vorher auf der Couch, 1-2 Stunden vorher. Also fairerweise gesagt, so ja, 7 Stunden Schlaf, zwischen 5 und 7 Stunden Schlaf. Ja, dann könnte man ja meinen, okay, legt man sich mittags mal eine halbe Stunde hin, aber auch das, muss ich sagen, mache ich selten, wirklich. Und habe jetzt aber auch gar nicht das Bedürfnis gehabt, das zu tun. Öfter habe ich mal das Bedürfnis, dass ich denke, oh, ich habe gerade so ein Tief, würde mich gern hinlegen, aber oftmals geht's nicht. Aber habe ich wirklich gar nicht gehabt. Und positiver Nebeneffekt sind natürlich nochmal minus 2,9 Kilo. Das ist nicht von schlechten Eltern. In 4 Tagen, also wirklich tippidi-top. Klar, das ist überwiegend Wasser und Dreck, aber nichtsdestotrotz, ich sage immer, was raus ist, ist raus.
Und ja, heute geht es mit dem Klinoin weiter. Ich habe es hier schon aufgebaut. Das ist unser 9-Tage-Darmreinigungsprogramm. Also enthalten sind 2 Tetra-Packs, jeweils 1 Liter Aloe-Gel. Also wir trinken pro Tag 120 Milliliter. Dann haben wir hier eine Broschüre drin, die ist ganz wichtig, dass wir einfach wissen, was zu tun ist. Ja, also wir haben dazu auch begleitende WhatsApp und Facebook, eine Facebook- oder WhatsApp-Gruppe, die von uns betreut wird. Also da kann man rein, also man kriegt wirklich jederzeit geholfen. Hier ist es wichtig, Maß zu nehmen und zu wiegen, aber Maß nehmen ist extrem wichtig, weil oftmals sind die Maße wirklich ausschlaggebender wie das Gewicht, was die Waage anzeigt. Und hier ist eben der Tagesablauf. Ich fange allerdings heute, oder wir fangen heute an Tag 3 an, weil wir vorher das 4-Tage-Programm gemacht haben. Also so geht's los. Dann haben wir hier unseren leckeren Vanilleshake. Das ist wirklich der Weltbeste. Ich liebe den jeden Morgen, trinke ich den. Dann haben wir hier unsere tägliche Supplementierung im Programm. Also ist auch hier praktisch beschrieben, ne? Frühstück, Mittagessen, Abendessen, ne? Also Breakfast, Lunch, Dinner. Was da zu machen ist, im Prinzip sind es die Garcinia, die vermeiden, dass wir Heißhungerattacken haben, weil sie den Blutzuckerspiegel gleichhalten. Und die Term ist mit Koffein, mit natürlichem, also Guarana, das regt den Stoffwechsel an. Und dann haben wir hier noch unsere Ballaststoffe, die reinen Ballaststoffe, unseren Snack für den Darm. Ich sage immer, das Aloe wirkt wie das Reinigungsmittel und das Fiber wie der Putzlappen für die Darmwände. Also ganz wichtig, dass man das nimmt. Genau, und damit geht es heute los. Das steht hier so, weil ich das für Insta abgefilmt habe. Also für mein Daily Reel. Jetzt muss ich aber erstmal meine Supplements abpacken, weil die sind auch leer. Also jeden Samstag fülle ich die auf. Ich mache das immer praktisch in so diesen Tablettendingern. Das muss ich jetzt mal gleich zuerst machen. Und dann habe ich um 8.45 Uhr geht es schon los mit dem Aufbruchseminar 2024 von Bodo Schäfer. Ich zeige euch oben mal, ich habe eine richtig coole Goodiebox bekommen. Das Seminar geht 2 Tage und zwar fängt es heute um 8.45 Uhr an bis 20 Uhr. Um 21 Uhr haben wir dann noch Online Beauty Day. Und morgen geht es von 8.45 Uhr bis 17.20 Uhr. Also ich bin mega gespannt und bin jetzt aber schon gehypt, weil ich die letzten 2 Tage die Vorbereitung für das Seminar gemacht habe und die war schon gigantisch. Also ich bin gespannt, ich werde berichten. In diesem Sinne, macht es gut. Bis später mal. Guten Morgen in the morning, people. Was geht? Wir waren noch gar nicht so fleißig am Vloggen diese Woche. Ich war auch ziemlich angeschlagen. Ich glaube, man hört es immer noch. Das kommt nicht von Feiern, sondern dass ich einfach die letzten 3-4 Tage fucking erkältet war. Keine Ahnung, woher es kam, aber es war da. Und ja, mal gucken, vielleicht immer noch die ein oder andere Aufnahme hin. Ansonsten wird es ein ziemlich abgespeckter Weekly Vlog. Du, ich war eben einkaufen. Alter, meine Stimme. Ne? Es gibt Chinakohl mit Tartar, beziehungsweise das heißt ja nicht mal Tartar, sondern Rinderhackfleisch light und fett reduziert, keine Ahnung. Genau. Einfach nur die 2 Ingredienzien. Normalerweise. Weil normalerweise würde man noch Reis mitmachen oder on the side. Aber jetzt sind wir im C9, wir sind durchgestartet, also weitergestartet. Und wir machen mit dem C9 weiter. DX Pharma quasi heute beendet. Oh, Alter, ich bin am Arsch. Genau. Ich gehe jetzt ans Gucken und die Jelly ist oben im Seminar. Hier brutzelt das Fleisch. Hier habe ich schon einen Teil von Chinakohl geschnitten. So, den Bad Boy jetzt auch noch hinzugefügt. Der fällt gleich in sich zusammen, aber ich gieße trotzdem noch eine Tasse Wasser auf, damit es ein bisschen Flüssigkeit hat, das Ganze. Dann wird nur noch gewürzt mit Tabasco. Ketchup, Heinz Light Ketchup machen wir rein. Und ja, gucken wir nochmal, Salz, Pfeffer eventuell. Genau, mehr war es auch nicht. Das ist alles gut durchgemengt. Jetzt einfach hier nochmal so zeig, einen Schluck Wasser. Also normalerweise kommt hier noch der Reis mit rein, wir müssen mehr Wasser hinzufügen, und damit der Reis halt eben durchkochen kann. Aber so halt eben nur für ein bisschen Flüssigkeit und dann ist das auch schon gut. So, Malo Tabasco für Schärfe, weißt du, so ein bisschen alles nach Gusto. Aber auf die Menge kann man ruhig ein bisschen was reinmachen. Malo Ketchup. So, das lassen wir jetzt ein bisschen einkochen und auf Neideitsch ist es ja ein High-Protein-Mehl.
Da das 800 Gramm Hackwaren oder Tartar, sind wir hier bei rund 170 Gramm, 168 Gramm Eiweiß. Und ich meine, da kannst du echt von satt werden. Ne? Yes, yes. Ein bisschen schlotzig, so muss es sein. Klar kannst du es auch kürzer einkochen, dass du noch ein bisschen Biss hast vom China-Kohl, aber so finde ich ein good to go. Yes, yes, es ist wieder soweit. Rasenmäher, noch keine zwei Wochen her. Aber es wächst und wächst und wächst. So gut, dass wir den geholt haben, der ist so viel besser. Mehr Power, dies, das. Ist zwar alles schön und gut mit den schönen Blieben da, aber für die Zecke ist das halt immer auch wieder eine Grundstelle. Ne? So, der hintere Teil ist wieder gemacht, hier vorne noch nicht. Den Vorgarten habe ich noch gemacht und die ganzen ganze Thema Unkraut vorne in der Einfahrt und die Gasse beziehungsweise die Hofeinfahrt und das Trottoir, wir haben das Gehweg, Trottoir, ja, auch noch das Unkraut weggemacht und gekehrt und dies, das. Ja, und jetzt weiter zum Ober. Also mir wurde eben zugerufen, ich soll diese Box filmen, weil die, cool. Ja, die Jenny ist das Wochenende auf dem Seminar hier vom Bodo, vom alten guten Bodo Schäfer. Davon kann man jetzt halten, was man will. Wenn man es nicht gemacht hat, bitteschön. Also Aufbruch. Das Mindset der Gewinner und Millionäre, klar, alles plakativ, Clickbait, kennen wir alles, ne? Aber was ist denn alles drin? Hoppala. Werbung. Nein, da waren ja die ganzen Workbooks drin, ne? Hier, Workbook, Kerze. Eine Kerze, ein Armband. Zeig doch mal die Kerze. Ich muss hier. Zeig mal das Armband. Die haben mir auch Sachen gezeigt. Sieht aus wie eine Nivea-Dose. Also allerhand, ein Planer, Coaching und. Workbooks. Aber ich brauche die Kerze jetzt, weil das Seminar läuft. So, ich bin hier bei der Bodo Schäfer Akademie. Es ist 19:34 Uhr. Das Seminar hat um 8:45 Uhr angefangen. Und ja, ich bin hier noch drin bis 21 Uhr. Beauty Day.